Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer nagelneuen Runde Uncharted 4. Und ich schwing mich hier so ein wenig durch die Lüfte, weil das einfach so cool ist. Und hoffe, ja, wir haben es geschafft. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr Uncharted 4 und Trends 17 TV eingeschaltet habt. Euer Trends Egg, alles mit Trends, ne? Ist das nicht geil? Euer Trends Egg am Mike hier und begrüßt euch. Und freut sich, dass er so ein cooles Spiel spielen darf. Und wir haben unseren ersten Haltepunkt hier wohl scheinbar erreicht. Hier können wir runter. Haha. Hinweis wäre nicht schlecht. Ist kein Haltepunkt. Das heißt vielleicht. Geht das weit nach unten? Hier ist gar kein. Auf nach oben. Aha, ich muss da scheinbar an dem Ding hochklettern. Ja, genau, so ist es. Ach, bin ich wieder schlau. Okay. Und da dann. Aber wieso? Ich bin doch erst von da gekommen. Was ist das für ein Blödsinn? Ist das denn richtig? Ja doch, das muss ja richtig sein. Ja, das muss ich meine höchste Zelle finden. Ja, scheint richtig zu sein. Der Burner. Es ist einfach der Hammer hier. Komm, geh rüber da. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Boah. Ich hab mir eben fast ins Hemd gemacht hier. Yes. Okay. Wo lang? Gute Frage. Das hat so voll den Last of Us Charm hier gerade, auch wenn das natürlich ein ganz anderes Thema ist, aber irgendwie ich cool. Ich muss da hoch. Wo hoch musst du? Aha. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal eine Winde. Das geht nicht. Nee. Von hier aus geht's nicht. Da, L1. Ich muss erst das Fenster frei machen scheinbar. Gedrückt halten, um es rauszuziehen. Okay. Jeppa, haben wir. So, und dann kann ich mich wahrscheinlich dann rausschwingen. Jawohl, jetzt ist auch das Symbol da mit der L1. Bam. Und dreh dich um und schwing hier rüber und festhalten. Ja, wir sind so. Okay. Ach, wie umständlich. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Da lang kann ich nicht. Deswegen ist der Weg auch falsch. Oder? Macht er nicht. Er nimmt keins von den beiden Wegen hier an. Aber das hat ja eigentlich jetzt Sinn ergeben. Hä? Fallen lassen eher nicht, würde ich sagen. Da ist wieder. Aber ich bin ja da erst reingekommen. Wie komme ich da denn jetzt weiter rauf? Komme ich da wieder rein? Rein komme ich da auch nicht. Fallen lassen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Auf die Mauer. Glaube ich nicht, dass das richtig ist. Aber er greift hier nicht über. Wir gucken nochmal hier nochmal. Nee, er greift nicht über. Doch! Jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's. Kann er noch höher? Nee, der kann er nicht noch höher.
Komm, greif um. Da kann er ja nicht rein. Kann er da noch weiter hoch? Kann er auch nicht. Aber er kann doch darüber jetzt. Komm, das schaffst du doch, genau. Und jetzt genau, da auf das kleine Stück dann da. Das habe ich auch geschnallt. Da noch weiter hoch. Oh Mann, der hat verpasst echt was. Der hat was in der Mauer, das ist ja der Burner. Auf geht's. Krass. Zelle. We are sweet. So ist es. Okay. Wo fange ich an? Da ist was. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Mhm. Falten. Schon besser. Ja. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. So, und jetzt? Da, ach du Scheiße, hier sind noch mehr. Leider nein. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ist auch nicht. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ja, ich guck mir den Brief nochmal an. Das ist eine Sonne. Ich sehe hier aber keine Sonne. Ach du Scheiße. Das ist... Den Brief noch mal angucken. Ein Zeichen. Moment. Nichts. Und die römische Zahl 2. Ah, nein. Aber hier ist keine römische Zahl drauf. Da L3. Okay. Schütze. Römische 10. Schütze gleich römische 10. Römische 10 ist doch hier, ne? Ne, das ist 5. Warte mal, wie sah die nach XI, genau. XI. Wo ist die römische 10? Das ist XII. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt hier X? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich sehe hier keinen X. Das ist die 3, 4, das ist 10. 10 haben wir schon. Das ist auch alles nicht. Gibt's doch nicht. Der muss hier da irgendwo sein. X zweimal. Ja, wir suchen. Was wir suchen, weiß ich ja. Aber vielleicht soll es der hier sein, aber das glaube ich nicht. Das ist ja nur X und 2. 10 und 2. X und II.
Da ist es. Das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Wohl das. Dann mal zurück. XII ist ja 12. Und ihr hat vorhin hier gesagt, Schütze ist 10. Egal. So. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich glaube wieder zurück, ne? Hier gehen wir wieder zurück. Los. Tatsache. Wir haben ja das, was wir gesucht haben. Ich sollte aufpassen. Oh, ich kann überhaupt nichts sehen hier. Okay. Scheint richtig zu sein. L1. Bam. Okay. Ist halt die Frage, wo wir jetzt... L1, ach so, L1 gedrückt halten und den benutzen. Okay. Jetzt. Ach nee. Wo soll ich denn da jetzt lang? Okay, nochmal. Eins gedrückt halten und rund ablassen. So. Jetzt. Aha, gute Frage. Und jetzt? Ich muss wahrscheinlich wieder, während ich runterfall, mich irgendwo festhalten. Kann ich mich schwingen hier? Ja, schwingen. Genau, das ist das Richtige. Und noch einmal. Ja, sauber. Das war gut. Ich hoffe doch, dass es richtig war. Scheiße. Oh, ho, ho. Ich hoffe es. Oh, shit. Ha. Hier auch kein. Scheint aber richtig zu sein, oder? Ich würde sagen, hier. Nein! Shit! Die Richtung war schon ganz okay. Der Schwung hat auch nicht gepasst. Wir müssen uns dann drüben festhalten. Okay. Wow. Okay. Vorsicht. So, das war auf jeden Fall richtig. Er dreht sich ja jetzt nicht. Genau, das wollte ich. Ha, da hat er auch keinen Punkt, um sich festzuhalten.